Moin Leute, willkommen hier bei Mechabellum. Jetzt gibt's hier Skorpion Action, kann ich schon mal vorweg schon mal sagen. Aber wir fangen natürlich erstmal hier ein bisschen an und deswegen haben wir direkt erstmal schon Vorschlaghammer. Und wir direkt noch Mustangs. Mustangs nicht. Aggleits meine ich. Und halt wir noch Scharfschützen. Tatsächlich hat unser Feind hier Kriecher sehr viel, deswegen auch die Arclights. Und wir wären natürlich lieber am Anfang immer direkt auch selber sowas wie Kriecher oder Fangs zu haben als Ablenkung. Natürlich, aber Arclight H waren mir in der Situation dann doch eher die bessere Wahl tatsächlich. Und ja, wir nehmen einfach die Muster, die Mustangs, wollen die Vorschlaghammer ein bisschen als Schutz hier. Denn die halten ja auch gut was aus. Der Feind hat sich jetzt hier auch Scharfschützen genommen. Das ist sehr interessant. Ich bin ehrlich, ich hab mit vielem gerechnet, aber nicht, dass er jetzt auch Scharfschützen nimmt. Ich dachte, dass er vielleicht einfach in Panzer nochmal mehr investiert oder vielleicht mehr Kriecher nimmt oder so. Das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, aber naja. Er hat wahrscheinlich gesehen, was ich alles habe und dachte, sich so Scharfschützen die beste Wahl. Und an sich muss ich zugeben, stimmt schon irgendwie. Er hat auf jeden Fall sehr viel Ablenkung schon mal hier an dieser Stelle. Mein Arclight wird natürlich sehr viel jetzt hier arbeiten müssen auf beiden Seiten. Beiden Arclights. Nur auf der linken, weil da nochmal extra welche kommen. Und, ja, die Panzer sterben natürlich sehr schnell jetzt, wenn halt die Panzer von ihm und seine Scharfschütze darauf schießt, aber auf der rechten Seite gewinnen wir einfach, weil wir da mehr Panzer, mehr Scharfschützen und halt weniger Kriecher von ihm hatten. Und tatsächlich habe ich die runtergeholt? Ich glaube schon. Tatsächlich, ja, habe ich. Das war auch knapp, muss man sagen. Das war echt knapp. So, ja, intensive Ausbildung. Macht Sinn, ne? Generalfertigungsspezialist. Ja, der hat Kostenkontrolle und ich habe tatsächlich Geschwindigkeitsspezialist, muss man dazu sagen. Aber ich spiele ja nicht zwingend immer direkt, nee, nach dem, was ich halt an Spezialisten habe. Ist vielleicht auch manchmal in sich ganz gut, weil sonst weiß der Feind ja direkt, worauf sich einstellen muss. So. Haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen eine Fang-Ablenkung. Fangs sind ganz gut. Wenn du welche haben willst, die halt nicht zu schnell reinrennen wie die Kriecher und sich halt ein bisschen deiner langsamen Armee natürlich anpassen. Man muss ja zugeben, ich hatte eine sehr langsame Armee. Also meine Aufstellung jetzt gerade ist natürlich sehr langsam. Scharfschützen, Arclights und Panzern. Hätte ich jetzt sowas wie Mustangs und Stahlkugeln gehabt, dann hätte ich natürlich logischerweise Kriecher genommen. Aber, naja. So, was macht er jetzt eigentlich? Er hat noch mehr Kriecher sich geholt und die Scharfschützen aufgewertet. Tut natürlich jetzt echt weh, weil die jetzt one-shotten meine Panzer sogar. Er hat sich noch einen Scharfschützen geholt. Ach, er hat noch überlegt, okay. Ich habe noch nicht intensive Ausbildung gemacht, tatsächlich. Kann das sein, dass er einen Scharfschützen aufgewertet hat mit intensiver Ausbildung? Das kann sein. Er hat auf jeden Fall einen Vorteil, was die Kriecher angeht. Die halt, ja, die haben so viel, die hauen so viel Zeit raus. Also, das ist echt schlecht für mich. Da jetzt auf der anderen Seite auch noch zwei Scharfschützen hat. Meine Schilde hier unten jetzt schon langsam weggehen, habe ich natürlich einen ganz schönen Nachteil jetzt. Auf der linken Seite gewinnen wir tatsächlich sogar. Ein Panzer noch am Leben. Ach, Scharfschützen auf Schritt 2 ist natürlich jetzt schon mal deutlich besser, weil der einfach den Panzer one-shottet. Das ist natürlich sehr schlecht für mich. Wir gewinnen das auch. Sehr langsam hier das voran. Langsam nennt sich das Murmeltier, ne? Wasp-Swarm. Ich glaube, das war das Beste, was man machen kann, ne? Boah. Schild wäre aber eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, tatsächlich.
So. Ja, ich hau meinen Wasp-Farm hier oben links hin. Was ich natürlich nicht wusste, dass er direkt einfach in Mustangs geht, weil er wusste, dass ich das auch mache. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt einfach direkt dafür richtig hat investiert, einfach um sich Mustangs holt. Das ist halt schon sehr interessant, tatsächlich. Naja, ich hole mir mehr Ablenkung und hau jetzt auch mal direkt ein paar Kriecher raus. Denn, Ich finde Fangs und Kriecher beides zu haben als, als Ablenkung, als Schaf, das ist schon echt ganz nice. Du hast dann extra mehr. Einfach etwas, was vor deinen Einheiten steht und eh die ganze Zeit da bleibt. Und mit Schilden potenziell natürlich auch noch später. Aber halt auch einfach etwas, was reinrennt und noch so die Leute, die Feinde ganz schön abfuckt. Das ist nicht eine gute Kombination. Aber wenn man sich zwischen einer Sache entscheiden müsste, ist natürlich immer situationsabhängig, wie gesagt. Entweder du hast Stahlbälle oder sonst was anderes und dann immer, je nachdem, was du am besten findest. Ich werde auf jeden Fall hier die Wasp sofort verlieren, das ist auf jeden Fall klar. In dem Moment, wo ich gesehen habe, oh, da sind Mustangs, die so aufgestellt sind, dachte ich mir direkt so, ja, alles klar. Das bringt mir gar nichts. Die einzige Hoffnung, die ich haben kann, ist natürlich, dass die Scharfschützen das hinkriegen, aber das sind 4 Stück und dementsprechend, wer sollte das hinhauen? Ich verliere tatsächlich auch einen Scharfschützen dabei. Jetzt auch leider jetzt nicht direkt natürlich die Scharfschützen hier am Start. Das heißt, ich könnte nicht sofort gleich auf die Panzer schießen. Natürlich sind die Mustangs jetzt auch noch ein ganz schönes Problem. Schließlich lenken die auch nochmal ab von den ganzen anderen Einheiten. Haben die 3000 Leben? Warte, als ob, ist das ein Scherz? Nee, die Panzer haben 3000 Leben, als ob. Gerade sagen, als ob die Mustangs 3000 Leben haben. Das wäre krank. Ah, okay, no mind. Dachte sich, dass ich das verliere. So, ja, ich habe erst überlegt, ob ich, Säbelzahn? Überlegt, was ist das Beste, was er machen könnte, ne? Und ich dachte mir so, ja, Säbelzahn ist natürlich Konter. Skorpion kann ihn echt easy klatschen. Hacker hat jetzt nicht wirklich gut bei seiner Einheit. Das Einzige, was da praktisch wäre, wäre natürlich Panzer. Weil nur, wenn er reinrennt, wenn die über den Haufen geballert. Deswegen habe ich mir gedacht, Skorpion. Und außer nicht Bock auf irgendwas mit Skorpionen. Deswegen habe ich mir immer direkt Skorpione geholt. Jetzt noch 800 Cash. Ich glaube, ich leihe mir jetzt so extra Geld, damit ich auf beiden Seiten direkt 2 haben kann. Und ich level jetzt direkt sogar, genau. Ich habe jetzt einen von den Fahrschlagkammern schon mal direkt aufgelevelt auf Stufe 2. Nee, Quatsch, habe ich gar nicht. Wen habe ich denn aufgelevelt? Was, ein Scharfschützen? Ich habe doch gerade intensive Ausbildung genutzt, ne? Na gut, so egal. Nee, ich habe das letzte Runde gemacht. Ich glaube, die waren eben schon Stufe 2. Genau, die haben auch schon Level. Ja, gut. Er hat sich auf jeden Fall auch Skorpione geholt, ne? Er hat aber nicht das so wie ich mache mit Artilleriemodus. Ja, ich werde richtig hart. richtig hart aufs Maul. Das Ding ist aber mit den Gebäuden natürlich immer, wenn du ein Gebäude killst, sind die Feinde sehr verlangsamt und kriegen mehr extra Schaden. Dementsprechend haben wir jetzt hier eine gute Chance, das noch hinzureißen. Das ist unser Vorteil. Und das machen wir tatsächlich auch. Somit kann der Junge auf Stufe 2 sogar schon aufsteigen, das ist ganz nice. So, Schwerrüstung. Ich liebe Schwerrüstung. Deswegen gönne ich mir. Erweiterungsmodul hätte ich auch nehmen können, klar, aber ich dachte mir so, ne, komm. 200 war mir das dann irgendwie dann doch nicht wert. Klar, ich hatte intensive Ausbildung und so. Und das hat sich auf Dauer natürlich gelohnt. Aber ich wollte einfach so einen fetten, tankigen Skorpion haben. Der hat jetzt 78.000 Leben. Normalerweise hier haben die eigentlich 34.000 Leben. Okay, gut, er ist Kosten- und Drohspezialist. Also ist das sogar ein bisschen mehr. Ich glaube 37.000, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall deutlich mehr. Und jetzt habe ich jetzt hier schon ein 100.000 Leben Skorpion auf Stufe 3 wegen der schweren Rüstung. Das heißt, der muss den auch erstmal killen. Und das ist
So viel Leben auf dem Board zu haben, schon mal echt ganz nice. Vor allem, er hat auch nur ein paar Scharfschützen. Der stärkste Scharfschütze auf der rechten Seite und er ist auch nur Stufe 3. Er würde, glaube ich, auch... Boah, keine Ahnung. 18 Schüsse brauchen ungefähr, um ihn zu killen. Oder 19. Vielleicht sogar 20. So, jetzt kommen Kriecher rein. Die sind ja auch schnell wegen Speed-Spezialist, das ist ganz nice. Das Problem natürlich immer noch hier ist, dass mein Arclight genau hier mitten in den... in dem Haufen der Panzer ist und dementsprechend natürlich auch hart aufs Maul bekommt, wenn er ein Skorpion mal reinschießt. Jetzt ist es auch Sturmufer geholt. Und Sturmufer sind natürlich ein bisschen ätzend für mich. Weil auch wenn die Teile sehr schnell sterben, wenn man Skorpion nur gegen Sturmufer hat, wenn die halt ein bisschen Deckung haben, dann können die echt gut Schaden rausdrücken. Auch auf halt Skorpione. Genau, Säbelzahn. Genau. Säbelzahn hat, wie gesagt, schon in der letzten Folge eine gute Flugabwehr. Das habe ich mir jetzt direkt gegönnt. Raketenabfänger. Denn da jetzt hier so auf Sturmufer geht, dachte ich mir so, das wäre das eine gute Wahl. Und habe das einfach mal gemacht. Die Panzer aufleveln tue ich jetzt absolut gar nicht mehr, denn muss man ehrlich sagen, gegen Skorpione bringt das halt einfach gar nichts. Das ist absolut Quatsch. Das wäre ja Verschwendung von Ressourcen. Und ein bisschen Leben upgraden. Jetzt hat er sogar 126.000 Leben. Okay, jetzt braucht der Scharfschütze hier tatsächlich, glaube ich, sogar 21 Schüsse. Na, vielleicht sogar mehr. Ich weiß gar nicht, ob das... Wohl, ja doch, das 21 Schüsse. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, jetzt sogar Elite Marksman. Oh, der macht jetzt 16.000 Schaden. Ja, Elite Marksman wurde ja, der Scharfschütze wurde ja genervt oder gebufft, wie auch man das nennen will. Reichweite wurde genervt. Aber der Schaden, den man prozentmäßig dazu bekommt, wurde gebufft mit 25. Ich finde das, fand das vorher besser. Weil die Reichweite, die man dazu bekommt, war, finde ich, auch mit so das geilste. Dass du dann so übelste geile Range-Tunes haben konntest. Jetzt geht das leider nicht mehr. Jetzt kommst du maximal mit allen Upgrades bei den Scharfschützen, auch mit dem Fernrohr, was man bekommen kann mit 35 Meter plus Range, kommst du nur auf irgendwas mit 175 Reichweite, was halt echt nicht so viel ist. So. Unser Säbelzahn, der ist ja ganz schön tanky. Der ist echt ganz gut im Tanken, der Dude. Wenn jetzt die Stahlbälle wären, nicht, aber, oder Schmelzpunkte, aber so ist der echt nice. So, Rauchbombe. Ich habe überlegt, ob ich Absorptionsmodul nehme, aber ich habe dann doch geskippt. Und gönne dem nochmal zwei Level. Jetzt hat er 200.000 Leben. Level die natürlich auch ein bisschen, weil Stufe 1 sind natürlich nicht so gut. Und jetzt mir auch ein bisschen mehr mal, weil, ne, wäre ganz gut. Glaub. Genau, ich hole mir sogar noch mehr. Jetzt haben wir 7 auf dem Feld. Nehmen auch hier die Wasp als Schutz. Aber er hat jetzt den Smoke Ring gepackt und das ist natürlich echt schlecht für meine Skorpione. Ich weiß nicht, warum er die Smoke nicht hierhin gepackt hat bei meinem Skorpion, bei dem Fünfer. Vielleicht hat er so gedacht, dass dann jetzt ein Schild hinkommt tatsächlich. Das habe ich lustigerweise komplett verpennt und dementsprechend nirgendwo ein Schild hingemacht. Und naja. Der haut jetzt hier einfach mal zwei Festungen raus mit 90.000 Leben knapp. Das ist schon jetzt ein bisschen schlecht für mich. Auch wenn die Skorpione da echt gut sind, aber mit Schilden ist das auf jeden Fall deutlich mehr Leben, was er jetzt hat auf dem Feld. Deswegen ist echt schlecht. Ach, hier hat er seine Rüstung gepackt. Na dann. Ich meine, der Junge macht echt gut Schaden, aber der ist Stufe 5 und macht trotzdem nur 30.000 Leben. 30.000 Schaden. Von den feindlichen Einheiten zieht er ab, also das ist wenig. Deswegen, das ist das Problem bei der Artillerie, dass du halt der Angriff halt um 40% reduziert wird, das ist schon krass. Und natürlich dazu da, dass es nicht zu OP ist mit der Reichweite.
Komm, 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 komm. Nice. Das erste Mal, dass wir Schaden genommen haben. So, Typhoon. Hier war ich echt nicht sicher, was ich mir nehmen soll. Geist wäre... Ja, wegen dem Scharfschützen, okay, ja. Hm. Hacker, wie gesagt, 5, okay. Wegen den Autos ist es okay. Aber ich muss tatsächlich stark googeln. Ja, ich habe Typhoon genommen, tatsächlich einfach. Hm. Ich dachte mir so, das ist gegen Flugzeuge, die da vielleicht kommen könnten. Dachte mir, wäre es vielleicht eine gute Wahl. Haben die einfach genommen, tatsächlich. Das war nur Stufe 3, aber sind halt 3 Stück, deswegen überlege ich, was ich machen soll. Genau, ich habe direkt dahin gepackt. Bin erstmal aufgelevelt, jetzt hat der Stufe 6, ist der schon krass. Und extra Skorpionen. Ich glaube, den habe ich da sogar stehen lassen, oder? Ich glaube schon. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Das sehe ich gar nicht. Er hat da 450 noch. Ah. Ja, Säureangriff. Hm. Ja, gegen die Festung sind natürlich echt. Ist natürlich echt geil. Der ist jetzt Stufe 3 schon mit. Alter. 150.000 Leben. Ein Gebäude von sich hat er von sich hat er auch also gelevelt. Ja, ja. Ja, die Festungen sind jetzt ein größeres Problem, natürlich, weil die jetzt sehr lange tanken, tatsächlich. Das ist halt echt krass. Selbst die Stufe, der ist Stufe 2, ja. Und der hält jetzt so viel aus, selbst wenn der auf ihn schießt, bräuchte der mindestens 6 Schüsse oder so. Oder 5, eher gesagt. Und seine Sturmhofer sind halt auch echt extrem stark. Und auf der rechten Seite überrennt er mich halt komplett. Okay, der meint nicht mehr so krass wie eben. Ich dachte aber trotzdem ganz gut. Ich glaube, warte mal. Wie viel hat der? Er ist Stufe 6, ne? Der braucht erstmal ein bisschen. Naja, jetzt sind wir auch noch gelähmt dadurch. Und ich glaube, ich mache dem keinen Schaden genug, um den zu killen. Oh mein Gott. Ja, also der hat einfach getankt für die Mann. Immer verloren. So an sich würde ich trotzdem sagen, Skorpione sind besser als Sturmhofer. So. Wir müssen jetzt beide natürlich dieses Teil hier geholt. Fortschrittliches Firepower-Steuerungssystem. Einfach aus dem Grund tatsächlich, es ging mir auf den Sack, dass der hier so eine fette Festung hat. Ich dachte mir, wenn ich den jetzt auf Stufe 4 rüberhaue, habe ich jetzt 70.000 Schaden pro Schuss mit einer Artillerieskorpion, was halt extrem stark ist. Und der hat auch direkt 220 Reichweite, das heißt, der schießt sofort auf das Schild. Hab den auch erstmal verkauft, den höheren Stufe 7er Säbelzahn oder Stufe 6, damit ich ein bisschen mehr Geld bekomme und hier noch ein bisschen mehr Skorpione raushauen kann. Da glaube ich jetzt aber gar kein Geld mehr, oder? Keine Ahnung. Also ich mache nichts mehr, das sieht jetzt mal aus. Was macht er das eigentlich? Ah. Ja gut, das macht... Alter, 9000 Schaden, das ist echt viel. Guck mal jetzt... Ah, guckt euch, wie schnell das Schild kaputt geht, ey. Das ist halt extrem wichtig. Die Vulkane sogar geholt für meine Kriecher und so. So, das Ding, dass meine Skorpion natürlich jetzt seine Outranchen, seine Sturmrufer. Das ist jetzt deutlich einfacher für mich, den Sieg hier zu holen. Das war's auch schon gleich, ne? Sagen, ich hätte es schön gefunden, wenn es noch weitergegangen wäre. Aber ja,
Ich meine, war halt nicht mehr drin. 120.000 Bayer auch leben, also das ist echt krass. Ja, ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte der hätte halt so lange getankt, die Festung hier, das wäre echt krank gewesen. Ich weiß auch nicht, warum er bei seinen Skorpionen das nicht gemacht hat, weil dadurch, dass sie natürlich so hart outranged waren von meinen Skorpionen. Ja. Kann man halt auch nicht mehr in die Reichweite. 135? Wir haben den. Ach, der hat auch 5. Ach, weil die waren ja nicht outranged. Die haben ja auch Range gehabt, lol. Hast du ja gleich viel Range gehabt, krass. Trotzdem, Skorpion ist deutlich stabiler als so ein Sturmrufer. Und da die so einen Flächenschaden haben, hauen die immer 2 oder 3 raus, wenn die auf dem Haufen sind. Ich glaube, so an sich, wenn die alle treffen. Und jeder Schuss von denen 16 mal 9000. Das ist schon echt viel. Da würden die auf jeden Fall den Skorpion hier one-shotten. Aber natürlich nur mit dem Upgrade hier. Hätten die das nicht gehabt, dann wäre es bei 2000 gewesen. Das natürlich auch ganz schön stark war. Okay, jetzt Stufe 3 zwar nur, aber ne, ist schon. Ich glaube, das wäre jetzt bei 3000 oder so, wenn das auf Stufe 4 wäre oder 4000. Na, ich glaube 3000 eher. Naja. Aber tatsächlich, normalerweise würde ich das nicht machen, fortschrittliches Firepower-Steuerungssystem, weil das bringt halt nur was beim Skorpion, wenn du halt etwas gegen etwas kämpfst, was richtig viel Leben hat. Und Festung ist da auf jeden Fall gutes Ziel, wenn das jetzt nur halt diese Einheiten hier gewesen wären, wie Typhoon oder wie schon gesagt, ihr ganzen anderen Skorpione hier, dann hätte das auch so einfach gereicht. Wobei, ja, Skorpione haben auch schon echt viel Leben hier, ne? Er hat nur zwei Skorpione gehabt, okay, never mind. Ja, gut, aber es hat sich trotzdem nicht wirklich gelohnt für eine Einheit. Jetzt aber, um die Barriere zu knacken oder so, finde ich das eine ganz gute Idee. Wir haben auch echt viel. Ja, wir hatten auch ganz schön viel Kriecher, deswegen hat auch die Vulkane sich geholt jetzt am Ende. Ich glaube, er hätte einfach mehr. Also, Scharfschützen sind gegen Skorpione sehr krass, wenn du die Ablenkung hast, damit die Scharfschütze ihr Werk also vollenden können. Und wirklich die ganze Zeit nur auf die drauf schießen. Dann habe ich gemerkt, dass die Skorpione echt hart aufs Maul bekommen können. Aber das ist ja einfach bei jedem, bei allem so. Wenn die halt genug Ablenkung haben, damit die guten Einheiten, die halt Schaden machen, ne, auf die richtigen Einheiten halt anvisieren und schießen, ne. Ich glaube, in dem Fall. Ich glaube, Feuer wäre vielleicht ganz gut. Irgendwas auf jeden Fall mit Range haben. Ich glaube, Phönixe wären auch ganz gut gewesen mit Range, weil dementsprechend hätte ich mit meinen Skorpionern nichts machen können. Mit meinen Scharfschützen tatsächlich. Und die sind mal reingerannt, weil die halt so wenig Range haben. Sind dann gestorben. Ich glaube, das wäre sein Call gewesen. Das hätte er machen sollen. Phönixe dann auf Stufe 2 direkt ausbilden und so. Aber er hat halt schon Scharfschützen gehabt, natürlich. Aber, oder hätte halt den Scharfschützen Range geben sollen. Und allen möglich halt darauf bauen, dass die halt, das machen. So ungefähr vielleicht, naja. Aber gut. Das war auf jeden Fall jetzt keine Massenproduktion mit Skorpionen, aber Skorpione. Wenn ich Skorpione spiele mit Spam, dann bin ich ehrlich gesagt ein Fan davon, wenn ich stumme Skorpione habe, denn die mit Artillerie-Modus, auch wenn die weniger Range dann natürlich da haben automatisch, sind trotzdem sehr stark, einfach weil die so viel schneller schießen. Und das macht dann echt ganz schön was aus. Dann haben die eine Nachladezeit von 3 Sekunden und das. Also die ballern dann so viel raus, gleich, also dann bist du echt hart am Boden, also auf dem Boden am Dominieren, muss man sagen. Das ist dann echt krass. Sturmskorpione mit Artilleriemodus und Range und alles, dann dominierst du auf dem Boden. Da musst du nur gucken, dass du also im Himmel dann auch, also halt in der Luft dann auch am Start bist. Weil sonst, damit kannst du natürlich Skorpione hart kontern. Was ich schade finde, aber es ist auch ganz gut, weil sonst wären die Scheißdinger OP, wenn die einfach einen Overall-Oberherr einfach aus dem Himmel holen könnten mit ihrer Artillerie, also würde wahrscheinlich geil aussehen. Naja. Gut, aber ansonsten, wie immer, danke fürs Sehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.